Lass es geschehen, YouTube, und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo zu Battlefield Play for Free. Ich mache das jetzt nur, weil ich heute von GameStar gesehen habe, dass sie über das Spiel extrem hergezogen sind. Das heißt, sie haben erzählt, dass man mindestens 40 Euro bezahlen muss. Man muss finden, sie haben schon recht, man muss mindestens 40 Euro für eine Waffe bezahlen, aber sie haben nicht wirklich richtig recht. Sie haben nicht die Vor- und die Nachteile von Battlefield Play for Free erzählt, sondern sie haben nur die Nachteile rausgehauen. Sie haben Battlefield Play for Free niedergemacht ohne Ende. Erstmal haben sie nicht erzählt, dass sie täglich ein Daily Draw machen. Das heißt, man hat einen Soldaten, den man sich aussucht, hat 8 Karten. Und bei denen kann man nach 20 Stunden, steht unten drin, jeden Tag, alle 24 Stunden kann man eine Karte ausziehen. Wenn man das gemacht hat, bekommt man immer ein Geschenk. Manchmal kann man sogar eine Waffe, wenn man Glück hat, Last Forever ziehen. Das heißt, man hat diese Knarre für immer. So, das ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, okay, ein Soldatenslot kostet Geld, wenn man einen neuen machen will. Man kriegt aber, wenn man auf Rewards geht, zum Beispiel, bei My Stuff und Rewards, und man will jetzt zum Beispiel mal einen Sunny machen, macht man Claim Rewards, da bekommt man dann eine M249 Saw, Last One Day, und MP412 Rex für den ersten Tag. Dann kann man da mal ein bisschen mit rumballern mit den Knarren. Dann geht man auf Create Soldier, das würde dann 2499 Funds kosten. Man kriegt Funds, habe ich mal so eine Liste gemacht. Für 12.000 Funds kostet 10 Euro. 21.000 Funds kosten 17,99. Es gibt natürlich, wenn man hier auf Get More Funds geht, kann man natürlich noch für 34,50 Euro 50.000 Funds. Das hier würde ich nicht kaufen für 13,99 Euro 15.000 Funds. Da habe ich von so einem Kollegen, den ich kenne, der heißt Kentoras, danke dafür, einen Tipp bekommen. Wenn man jetzt für 3,99 Euro 4.000 Funds holt, sind 4 Euro. Und für einen 10er 12.000 sind 16.000 Pfund. Beides zusammen kostet 14 Euro. Also 16.000. Ich hoffe, EA sieht das nicht, weil dann ändern die das bestimmt. Kostet 16.000. Dann kriegt man für genau das gleiche Geld wie hier 1.000 Pfund mehr. Also, das nicht kaufen. Kauft lieber die beiden einzeln. Dann habt ihr ein mehr und bezahlt genau das gleiche wie hier. So. Und wenn wir jetzt mal auf Play for Free zurückgehen. Und wir gehen jetzt mal auf Play Now. Dann zeige ich euch mal, wo GameStar gelogen hat, dass die Waffen angeblich 40 Euro kosten. Ich habe das nämlich auch mal ein bisschen zusammengerechnet. So, gehen wir mal auf Play Now. You know that I won't. Ich esse nebenbei ein bisschen Chinesisch. Ich habe voll Hunger, Leute. Bin gerade aufgestanden. Und musste dieses Video sehen, das mich extrem aufgeregt hat. So. Ich hoffe, man kann das sehen. Jetzt sind wir hier bei Battlefield Play for Free. Und hier oben geht es erstmal zum Serverbrowser. Das hat EA wirklich gut gemacht. Hier kann man sich jetzt die Server aussuchen. Da steht dann auch, welche Maps gespielt werden. Es gibt auch Server, wo wirklich nur zwei Maps gespielt werden. Früher gab es bei Play for Free nur, lass mich überlegen, ich glaube, drei Maps. Drei Maps oder zwei Maps. Das wurde jetzt aufgestockt auf sieben Maps. Weapons. Jetzt kommt's. Weapons. Kann man sich im Store kaufen. Ist natürlich teuer. Aber nur, das hat nämlich GameStar nicht erzählt, wenn man hier den entsprechenden Level nicht hat. Das heißt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die XM8 kaufen will, die kriegt man ab Level 22. Ich erwähne das extra nochmal. Zuhören. Nicht beleidigen in den Kommentaren, sondern zuhören, bevor man irgendwas sagen möchte oder klugscheißern will. Ab Level 22 kann man diese Waffe normal erwerben. Das heißt, wenn ich Level 22 bin, bezahle ich für die Waffe Last Forever, steht hier unten, 1249 Pfund. GameStar hat aber gesagt, moa, die Waffen sind voll teuer. Guck mal, Level 22 will ich kaufen, kostet 6.869 Pfund. Da muss man ja 40 Euro ausgeben, damit man so eine Waffe bekommt. Plus diese ganzen Stocks, die man rauf aufbaut. Da komme ich auch gleich noch zu. Sind mir ja auch gelogen, ist auch Schwachsinn. Hätte man ein bisschen anders erklären sollen. Hätte man auch sagen sollen, das ist nicht so gut, aber das ist auch wieder gut, wenn man den entsprechenden Level erreicht. Ich habe mal ein Beispiel gemacht.
Die AK-74 kriegt man ab Level 20. Zeige ich euch mal hier. Die AK, also die teuerste Waffe, die AK-47 ab Level 20 bekommt man, wenn man Level 20 ist. Man muss Level 20 sein. Dann kriegt man diese Waffe für 1499 Pfund Last Forever. Das heißt für immer. Man muss Waffen für Last Forever kaufen. Ganz wichtig, ihr müsst die kaufen, damit ihr sie im Inventar aufbauen könnt, aufstocken könnt. Das heißt Thunderbolt. Am besten ihr seid Level 25, dann könnt ihr nämlich alles kaufen, was ihr möchtet. Und für den Preis Last Forever und nicht für den Preis, den ihr auch zum Level freischalten noch für dieses Teil braucht. Das heißt, Thunderbolt Stock auf Level 25 Last Forever kostet 899 Pfund. Das zeige ich euch mal hier. Ich habe jetzt zum Beispiel eine AEK, habe ich mir mal gekauft. Die habe ich natürlich auch teurer bezahlt, weil ich den entsprechenden Level noch nicht hatte für die Waffe. Und die Stocks, die ich mir geholt habe, habe ich natürlich erstmal gewartet, bis ich den entsprechenden Level habe. Daher war das etwas billiger. Ich habe einmal 17,99 € bezahlt, hatte 21.000 Pfund und konnte diese Waffe eigentlich relativ gut aufbauen. Sieht man jetzt hier. Und alle Sachen, die ich hier drauf habe, kann ich auch auf diese Waffe machen. Ich muss es also nicht mehr extra kaufen. Geben wir jetzt hier drauf zum Beispiel und wollen den Level 25 holen, was ich gesagt habe, Thunderbolt Stock. Das ist Aquarii plus 4. Kostet, wenn wir es kaufen würden, Last Forever. Wir haben aber noch nicht Level 25. Immer ganz wichtig, wir haben noch nicht Level 25. Würde es Habballerige 4.999 Pfund kosten. Haben wir aber den Level erreicht, Last Forever, steht hier 899 Pfund. Ich gehe jetzt von das aus, was wir, wenn wir den Level hätten, wie viel man bezahlen würde. Dann wäre das nämlich alles schon mal gar nicht mehr so teuer. Dann muss man halt ein bisschen Zeit investieren und sich hochleveln. Wie bei fast jedem anderen Spiel auch, wo man denn irgendwas kriegt. So, und das ist halt ein Play for Free. Und Play for Free lebt halt davon, dass man dafür bezahlt. Es ist halt so. So, dann habe ich doch das andere Beispiel. Also, dann ist das, wenn man den entsprechenden Level erreicht. Ich erwähne das immer wieder. Viper Max Level 24 können wir hier auswählen. Das ist ganz hinten das. Wo ist es? Wo ist es? Viper Max 24. Das heißt, man hat plus 3 Damage und plus 6 Kugeln im Magazin. Das heißt, in der Waffe hat man normal 20 und wenn man sich das dann kauft, hat man 3 Damage mehr und man hat 6 Kugeln, also 26 Schuss. Wenn man das jetzt kaufen möchte und man hat den Level 24 nicht erreicht, ist das verfickt teuer. 20.000 Pfund finde ich es auch. EA, übertreibt man nicht die Lage. Es ist auch schon derbe teuer. Aber wenn ihr Last Forever habt, bezahlt ihr nur 4.449 Pfund. Auf die Menge gesehen will ich das jetzt mal zeigen, wie teuer das wirklich oder wie günstig das ist, wenn man den entsprechenden Level hat. Dann gibt es noch den Predator Barrel, kostet 1.999 Pfund, wenn man Level 23 ist. So. Ach, Entschuldigung, das heißt, Heavy Barrel, nee, wo ist er? Genau, hier ist er. Predator Barrel, Level 23, Accuracy plus 3 und Range plus 3. Kostet, wenn man den entsprechenden Level nicht hat, 9.999 Pfund. Hat man aber den entsprechenden Level, bezahlt man nur 1.999. Also es ist schon wieder viel, 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 viel weniger als vorher. Wenn man jetzt noch ein Holographic Hole drauf haben, zum Beispiel das kostet, ab Level 7 kriegt man das schon, also ab Level 7 bis Level 7 kommt man eigentlich einfach. Last Forever 3.999 Pfund. Jetzt habe ich alles mal zusammengerechnet. Wenn man den entsprechenden Level 25 hat, kann man sich die Waffe plus die Aufsätze, warte, ich glaube, da war noch die Waffe nicht zugerechnet, das machen wir nochmal kurz. Kann man sich aber die Aufsätze plus die Waffe kaufen, wenn man 10 € investiert. 10 €. Nicht 40, 10. Man braucht aber den entsprechenden Level. Erwähne ich immer wieder, weil es gibt immer wieder Idioten da draußen, die es nicht verstehen, wenn man es denen erklärt. Also 1.499 kostet die Waffe, wenn man Level 20 ist. Plus, ne, wenn man Level 25 ist, 899 plus 4.449 plus 1.999 plus 3.999 ist gleich 12.845 Pfund. Okay, dann gibt man halt bisschen mehr aus. Entschuldigung. Aber ist wie gesagt, man kriegt die Waffe für nicht 40 €, sondern wir bräuchten jetzt,
was habe ich jetzt gesagt? 12? Wo ist mein Rechner? 12.845 Pfund. Gehen wir auf Get Funds. Wir brauchen jetzt so viel. Das heißt, wir kaufen einmal das. Haben wir 14 Euro investiert oder wir holen gleich das für 17,99 Euro. Dann zeige ich euch gleich auch, warum das noch gut wäre. 17,99 Euro hat man 21.000 Pfund. Ich weiß, im Gegensatz zu Battlefield 2 könnte man sich ja das holen oder sowas. Aber es ist halt ein Play for Free und es lebt davon, dass man das macht. Sag ich jetzt. Es ist bei fast jedem so, dass man irgendwie Buy to Win machen muss. So, 21 investiert man halt einfach mal einmal 17,99 Euro. Dann geht man wieder hier drauf. Und dann kann man nämlich hier auch, wo ist es denn jetzt, genau, wenn man jetzt das gekauft hat und man hat sich jetzt zum Beispiel die Waffe geholt, kann man sich ja noch ein Outfit kaufen, braucht man auch ein paar Level, also Level, man muss auch ein bisschen Level aussteigen, sonst ist das wegen dem Last Forever ein bisschen teuer immer, aber sonst kostet so ein Rucksack 200 Pfund, so eine normale Uniform kostet 479 Pfund, habe ich mir auch alles geholt, das hier ist mein Soldat, kann man mal sehen, habe da auch schon ein bisschen Geld reingepackt, also einmal 21.000 habe ich gemacht, dann habe ich mir die Waffe hier geholt, nämlich im Inventar, die AEK, habe da drauf dann plus 1 Aquarary gesetzt, den Stock, hat mich glaube ich, ja, 7,99 gekostet, habe ich Last Forever. Dann habe ich Classic Max geholt, dadurch habe ich 16 Bullets. Dann habe ich Barracuda Barrel, das ist minus 4 Bullets, aber dafür 3 Range. Dann habe ich mir das Rapid Red Dot geholt, also so ist meine Waffe jetzt erstmal aufgeplustert. Ne? Und das kann ich jetzt wiederum, wie gesagt, wenn man das einmal gekauft hat, kann man das überall rauf machen, das zeige ich euch jetzt, seht ihr? Dafür muss ich nichts mehr bezahlen. Alles, was nämlich orange ist, gehört schon uns. Das können wir alles draufpacken. Wo ist denn mein 16? So, 16 Bullets ist drauf. So, und das ist auch drauf. Seht ihr, und schon habe ich das wieder so aufgeplustert, so wie ich das will. Mach dann. Und dann könnte ich jetzt mit der Waffe, weil ich die Sachen ja schon gekauft habe, auch auf andere Waffen packen. Wie gesagt, die habe ich leider nicht Last Forever. Die läuft in 6 Tagen aus. Schade, ich habe eigentlich gedacht, das geht. Da kann man das leider nicht machen. In order to use this weapon with customize, you need it buy permanently. Also man muss es für immer kaufen, um es wirklich aufzumotzen. So, aber trotzdem, es sind keine 40 Euro, man muss halt den entsprechenden Level haben. Das Spiel an sich, könnt ihr bei mir sehen, auf den Let's Plays verbinde ich auch nochmal. Also Bugs, finde ich, wie gesagt worden ist, Bug so extrem verbuggt oder so, finde ich das gar nicht. Das Spiel läuft eigentlich relativ in Ordnung und gut und bringt auch richtig Fun. Also mir bringt es auf jeden Fall Spaß. Auf Sharky Penzuela, ich bin jetzt fast Level 11, also bald Level 11, bin Level 10. Und man kann natürlich dann auch noch Trainingspunkte ausgeben. Ich habe mein Training darauf verschärft, dass ich mir, weil ich Assault bin, eine Ammo-Box hole. Dadurch kriege ich Munition. Dann habe ich Improved Threat Awakeness genommen, 4x4. Danach mache ich bald noch das hier 4x4. Und das hier unten 4x4, das ist ganz wichtig. Das sind so die besten. Das heißt, wenn ein Sniper nämlich auf dich zieht und die Luft anhält, dann hört man dieses Geräusch, dass er Luft anhält und dich im Visier hat und auf dich ballern will. Ganz wichtig. Dann würde ich auf jeden Fall, wenn ihr das macht, macht Physical Training Power Climb. Da könnt ihr die scheiß Treppen schneller hochgehen. Und dann auf jeden Fall Physical Training Increases Sprint Speed und das. Dadurch lauft ihr extrem schnell und seid gut im Vorteil, weil ihr schneller mal an den Flaggen seid zum Einnehmen. So, und sonst, wie gesagt, im Inventar, der Store wurde auf jeden Fall aufgemotzt. Es gibt mehr Waffen als früher. Also es gibt schon einige neue Sachen und gute Sachen auch, die gemacht worden sind. Nur halt die Preise sind ein bisschen happig, wenn man nicht den entsprechenden Level erreicht. Hat man aber den entsprechenden Level, ist es eigentlich sehr erschwinglich. Einmal, wie gesagt, 17 Euro oder man bezahlt einmal 12 Euro oder 10 Euro, hat 12.000 Pfund und kann damit eigentlich gut leben. Meine Schrotflinte, die habe ich auch noch einen Tag. Damit werde ich nachher auch nochmal spielen. Ich danke erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das jetzt ein bisschen geholfen, dass es nämlich doch gar nicht so schlecht ist, wie es eigentlich sein soll. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.